Ja, Teufel, herzlich willkommen zurück zu Hades. Heute möchte ich mit euch noch einmal einen Run wagen, und zwar einen speziellen Run. Heute wird alles anders. Ich habe das Horn von Demeter hochgelevelt, damit ihre Gaben besser droppen. Und ich will heute einen Frostklingenbild machen. Ich habe lange überlegt, welche Waffe ich dafür nehme, und ich werde das Schwert nehmen, obwohl die neue Variante nicht ganz dafür passt. Da wäre es wahrscheinlich Artemis besser. Aber vielleicht kriegen wir ja eine Kombination hin. Und wenn die Gaben alle voll sind, werde ich auf den Glückszahn wechseln. Und wenn davon die Todesverachtung da ist, werde ich entweder Schädelohrringe nehmen oder das alte Stachelhalsband von Cerberus. Da ist schon die erste. Any who stand against you soon shall wither from the cold, young sprout. So, Angriff, also Spezialattacke gewährt uns einen Buff für den X-Angriff. Das heißt, den sollte ich pushen. Ist kraftvoller. Ja, dann nehme ich das. Eisklinge, Feuerwerk. Und wenn der Grundschaden der X-Fähigkeit, also des normalen Angriffs, steigt, heißt ja auch, dass die Crit-Wahrscheinlichkeit, der Crit-Schaden dementsprechend höher wird. Pam, pam, pam! Ja, das ist mein Stil. Da brauche ich nicht mal... Oh, die Nase juckt, sorry. Da brauche ich nicht mal den Wurf bei solchen leichten Gegnern. Und nochmal Demeter. Ja, das wird ein Demeter-Bild, Leute. Oh, Nase juckt. Einfach mal schmeißen. Wo geht's hin? Das ist so gut, dass sie zielsuchend sind. Komm schon! Oh ja. In the name of Hades. So, Schneeexplosion. Bei jedem Wurf fügst du Gegnern um dich herum Schaden zu und bringst sie zum Frösteln. Alle Herzeffekte haben eine größere Wirkung. Stelle jetzt 52 her. Brauche ich nicht. Spezialität ist kraftvoller. Mich würde schon interessieren. Also, ne, warum nicht die seltenere Sache nehmen? Und den nutze ich ja hey häufig. Boom. Oh, auch AOE-Effekt. Das ist nice. So, ich muss mir immer noch Interieur kaufen, was für die Welt an sich wichtig ist. Deswegen würde ich dich nehmen. Also für ein Nahkampfbild sehr gut. So, ich kann noch mal schnell nachschauen. Wir haben ja Demeter da unten. So, da kann man sich nämlich die Gabenliste anschauen. Und es gibt Legendär. Die habe ich mir schon aufgeschrieben. Den muss ich nur noch mal öffnen. Damit ich das... Weil davon brauche ich zwei. Tödlicher Frost, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und wenn ich dann irgendeinen anderen Gott noch bekomme, kann ich hier gucken, was ich bräuchte, um... Ja, eine Kombination herzustellen und das Duo hervorzurufen. Da muss ich da mal schauen. Frostattacke hilft schon mal bei vielen. Aber ich kann dadurch Wurf, Wurf, Todesverachtung, geschockte Feinde, Wurf, Wurf, Wurf. Also meistens wird da Wurf gepimpt. So, jetzt habe ich 34. Geld macht keinen... Obwohl, Geld gibt 100, das gibt Leben. Also wenn jetzt hier eine Gabe wäre, eine Gabe ist ja im Shop immer 150 wert, würde ich auf jeden Fall die Gabe nehmen. Wenn ich jetzt aber hier Herz, ein Herz kostet, glaube ich, auch 150. Dementsprechend nehme ich das Herz. Brr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 r
Ruckzuck seid ihr kaputt. Und da haben wir schon einmal mehr Leben. Und ein Hammer. Jetzt können wir noch eine Fähigkeit verbessern. Oder abwandeln vielmehr. Bam. So. Nein. Nein. Ah, gar nicht, gar nichts gut. Also ich will den einzelnen Hieb. Er ist halt nicht, ja. Hinterrücks. Könnte bei Bossen helfen, obwohl die Hydra hinterrücks. Stößt Gegner nicht mehr weg. Ja gut, brauche ich auch nicht. Ich bin ja ein Nahkämpfer. Ja, ich bin Nahkämpfer. Dementsprechend will ich, dass die Gegner nah dranbleiben. Dann macht das schon vielleicht Sinn in einem Nahkampfbild. So, Zeus. Da muss ich da nochmal schauen. Eine Chance. So, Zeus, habe ich was gegeben? Jetzt muss ich nochmal kurz bei Demeter schauen. Zeus, Doppelpack. Da brauche ich statische Entladung. Und wenn ich bei Zeus extra schaue, gibt es da nochmal ein Duo mit Demeter? Da. Auch statische Entladung. Okay, also das gleicht sich in dem Fall. My good sister Demeter already tried to poison you against me, as I understand, young man. Oh, foster sister, she prefers, I say. Loath as she is to accept her role as part of our great family. Leider nichts. Aber wir können den Spurt nutzen. Der gibt nochmal für den Nahkampf. Da nehme ich doch lieber das Epischste. Aber ich wollte ja eigentlich schon gerne ein Demeter-Bild machen. Wenn du einen Spurt benutzt, kurz bevor du getroffen wirst, trifft ein Blitz. Also die Frage ist jetzt, ich will eigentlich ein Demeter-Bild haben. Wenn ich Demeter-Bild aber nicht alle bekomme, würde ich jetzt hier einen epischen Spurt verachten. Aber das ist nur eine Passivfähigkeit, keine aktive für den Spurt. Dementsprechend weiß ich gerade nicht, was ich tun soll. Also aktiv, aktiv, ersetzt links, Wurf, Spurt, passiv. Und ich will eigentlich alles mit dem Meter links voll haben. Die Frage ist, schaffe ich das überhaupt? Ich setze darauf, deswegen nehme ich jetzt Blitzreflex. Es ist alles ein Lernprozess. Festhalten. Satisfied. Power-Apfel. Naja, jetzt kommt halt der Nachteil, dass ich mit dem Power... Ich meine, es ist ja nicht schlimm, wenn ich die Angriffe steigere, denn da bekomme ich ja die Crit-Chance. Thank you.
Ost. Ah, kann ich doch. Also Blitzschaden, Frösteln, Bereichsschaden. Nee, dann nehme ich dich. Bab. Und nach oben. Ich brauche nicht in den Shop. Das ist schon mal klar. If I could take a minute of your time. Selbstverständlich, Dad. I get the feeling I am being watched. That's for last time. Schlüssel und boah, ich will nicht grinden, ich will gaben. Ah. Und wieder voll. Das ist schon mal gut. Schlüssel, Nektar. Das ist ja jetzt lame. Ist das euer Ernst? Ich bekomme keine Gaben. Warum? Ist das normal? Da ist ein Zwischenboss. Von dem Zwischenboss könnte eventuell eine bessere Gabe droppen, oder? Weiß ich halt auch nicht, aber ich probiere es. Also es gibt einfach mehr von dem Drop, wenn da ein Gegner ist. Jetzt habe ich zwei Schlüssel bekommen. Ansonsten bekomme ich nur einen. So, jetzt habe ich hier Shop. Und das ist das Einzige, was es gibt. Na, guck mal. Da bekommen wir doch Artemis. Das ist doch super. Thank you, mate. Ja, ich hätte jetzt gerne generell alles, allen Crit-Schaden erhöhen. Da hätte ich nämlich auch den Angriff erhöhen können. Das sind aber alles passive Sachen. Außer das, das ist Beistand aktiv. Da will ich auch Demeter haben. Dementsprechend, ja, warum nicht auch... Ja, warum nicht auch mit der Spezialität kritten? Dann kritte ich mit Spezialität und mit dem Angriff. Ach nee, scheiße, ist doch. Aber ich habe eine Zweierwelle, das heißt, sie kritten beide. Charon. I'll keep it to myself for now then. Thanks. Ah, da hätte ich mal gucken müssen, was ich jetzt für Dings brauche. Duo, Artemis. Kristalltusch. Kristallschuss. Tödlicher Tusch. Ah, habe ich instinktiv richtig ausgewählt. Jetzt brauche ich nur Kristallschuss. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Megara. That mirror has made you stronger, Zagreus. You're fortunate to have Nyx helping you. No hard feelings. I think she feels partly responsible for all of this. She shouldn't. The only one responsible for all of this is you. And I thought even you would have understood that by now.
Ja, also, schieß da einfach. Not yet. Yes. Felt something. Do I still need these? Infernale Truhe. Sind das diese Truhen, bei denen ich mein Leben wiederherstellen kann? Ja, oder? Was habe ich denn jetzt bekommen? Ja, keine Ahnung. Up we go then. Nichts von den Anfangsbuchstaben des Namens, den ich gerade mir gemerkt hatte, bei dem Zufall, hat sich irgendwie. Bin's aber Durst. Das ist das von dem Schwert. Schneeexplosion. Doppelnova. Blitzreflex. Mehr gibt's doch gar nicht. Was habe ich denn dann jetzt? Ist da oben was in der Leiste dazugekommen? Flammender Auftritt, Vitalität. Ne, das ist von dem Spiegel. Ich will doch Demeter haben. Gott. Leute. Na gut. Ist kurzzeit unbeugsam. Das ist immer gut. Gerade für die Lava-Welt. Dein Angriff ist schneller. Macht bei Crit-Schaden auch Sinn. Also entweder flinke Attacke oder Hypersprint finde ich generell immer super. Gerade im Lava-Level kannst du dann über die Lava rennen. Aber 0,5 Sekunden, das macht manchmal in der Lava, aber ich spiele jetzt ein Crit-Bild teilweise, deswegen ist schnellerer Angriff. Let's go. Which way? 70, ja, Power-Up, kein Geld. Power-Up oder Geld? 100, ich weiß halt nicht, wie gut 100 Gold gegenüber einem Power-Up sind. Ne? Gegenüber von einem, einer neuen Fähigkeit, die sonst 150 kostet. Ich glaube, ich probiere es mal mit 100 Gold, weil ich glaube, die Äpfel kosten weniger im Shop als 100 und oder sie kosten genau 100. All aboard. Deswegen nehme ich jetzt mal Money. Außerdem muss sich der nächste Shop lohnen. So, wie viel bekomme ich jetzt? 100, genau. So, jetzt hier, jawohl. So, jetzt brauche ich, jetzt gucke ich gleich nochmal rein. Blitz, falsche Taste, die Taste, Blitz. Ach, statische Entladung, habe ich mir aufgeschrieben. Sehr gut. Statische Entladung. Die Frage ist, was ist angenehmer gegen zu kämpfen? Blitzschläge oder Frost?
Da ich den Meter spiele, nehme ich erst den Meter. Oh, episch! Keine Frage, keine Frage. You overstepped your bounds with me, nephew. But I shall make you fall right back in line. Na dann, zeig, was du kannst. Na, in der Lava. Ja, da hätte ich eigentlich, ich wollte mal voll aufladen, aber. Alright, this is becoming unproductive, Zagreus. As you were. Da ist sie. Statische Entladung. Aber ich hab... Oh, fuck. Also ich brauche das für ein Duo. Ich habe aber momentan keine Blitzeffekte. Das ist halt der Nachteil. Aber ich würde es gerne haben, um das Duo zu bekommen. Hm. Oh, das ist ja jetzt doof. Ich habe Demeter, Beistand, Artemis Spezialität und Demeter Angriff. Durch einen Blitzeffekt werden Gegner auch geschockt. Ich habe keinen Blitzeffekt. Brauche das aber für das Duo. Schockschaden 60. Das heißt, ich bräuchte erst Stromschlag, damit statische Entladung überhaupt funktioniert. Ich nehme es trotzdem. Ich will das Duo haben. Das war jetzt aber völlig sinnentleert. Also meine Spezialität mit Artemis ist ja fast stärker. Also das hätte ich schon gerne, Kristallschuss. Das brauche ich nämlich für einen eventuellen Duo mit Artemis wiederum. Aber die sind episch, wenn alle Gegner an Frösteln leiden. Alle Gegner? Also alle Gegner auf dem Spielfeld? Okay. Kann ich, lohnt sich ja erst, wenn ich maximale Frösteln auf jeder Effektfähigkeit habe. Genau wie das. Also nehme ich Kristallschuss für den nächsten Duo. Jetzt habe ich schon zwei Duo-Optionen. Muss ich aber nochmal genau nachschussen, nachgucken. So, Duo mit Artemis und mit Zeus. Da, Voraussetzung. Und da, Voraussetzung. Also, beide Duo-Optionen sind schon mal gegeben. Vielleicht kann es ja noch richtig gut werden. So, war das der einzige Weg? Ja. Money. Hi. So, die hatte ich schon gegeben, ja. Look, Eurydice, I promise not to bother you with this each time, but you should know your husband's shattered by what happened with the two of you. He's genuinely sorry and he loves you very deeply still, I'm sure of it. And what am I supposed to do with that, your royal majesty? I don't know yet. Though you know what? You shouldn't take my word for it. You should take his.
Don't think I'll be running into him anytime soon, from what I understand. But you're the Hades kid. You want to pull some strings on our behalf? Go right ahead, I guess. But I... So, ich habe 4 Gaben. Bist du 2 Politiker deiner Gaben werden auf die nächsthöhere Seltenheit gebracht. Das wäre in 3 Phasen gut. Da ich Artemis Spezialität allerdings vielleicht verkaufen, austauschen will. 4 werden plus 1. Das wären auch alle 4. Ich will das aber haben. Wenn ich jetzt eine... Ich habe 2 Duo-Voraussetzungen geschaffen. Und wenn ich jetzt in den nächsten 3 Gaben auch nur ein Duo bekomme... Ein seltener und aromatischer Trank. Die nächsten 3 Gaben, die du findest, haben eine höhere Seltenheit. Also das wäre, wenn ich das in Duo bekomme... Obwohl, kann Duo überhaupt in der Seltenheit steigen? Werden wir herausfinden. Ich weiß es nämlich nicht. Thanks again. See you next time. Tschüss. Der Bild kann auch komplett in die Hose gehen, weil ich zu wenig weiß. Thanatos. Ah. I got the message that you need assistance, Zagreus. What say we get things started? Sounds good. Ah ja, Kristallschuss! Wo sind denn alle anderen? Okay, 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 okay. Good enough to eat. Fast, I'll give you that. Okay, erstmal. Das verkaufe ich eventuell, deswegen nehme ich Schneeexplosion. Juicy. So, ich brauche Leben. Und ich muss noch irgendwas einsammeln, damit der Brunnen offen geht. Offen, offen, offen. Hier. Okay. So, für wie viel... what? Du einen Spurt benutzt, kurz bevor du... Ah, okay. Da ist statische Entladung eventuell für gut. Also war ich vorhin doch falsch, der Annahme. Bei jedem Wurf. Ja. Ich dachte, ich kann jetzt hier Artemis ihre Fähigkeit verkaufen. 100 mehr, da werde ich meine erste Todesverachtung versauen. Ich glaube, es lohnt sich jetzt der Shop. Ich kann mir mindestens 2 Sachen kaufen. Und wenn darunter auch Leben ist. Na! No! Ich dachte, weil das auftaucht, muss ich drücken. So, diesmal nehme ich diesen Sack. Sehr gut. So, und jetzt kann ich das nämlich nutzen. Jetzt nehme ich das, nachdem ich verletzt werde. Bei den Spurt will ich ebenfalls immer noch von Demeter haben. Deswegen nehme ich himmlische Rache. Dann habe ich automatisch den Schockzustand von statischer Entladung drin. Nehme dich noch mit. Und kauf dich auch. Statische Entladung wurde stärker. Na, guck mal einer an. Also der Bild könnte doch noch sehr gut werden. Den Shop Den Shop komplett ausgenutzt. Und die 3 Gaben mit höherer Seltenheit habe ich immer noch. Die müssen nur mal kommen.
Da bist du. Oh, great. Auch meine Würfe. What? Kommst du näher? Bereich. Da ist die Hydra down! Das war ein epischer Einsatz. Jetzt kann ich auch noch schön farmen, weil ich mit dem Schwert 20% mehr bekomme. Aber bald ist es soweit. Bald muss die erste Todesverachtung dran glauben. Weil ich im Nahkampfbild immer so... Ja, oh, es geht ja wieder. Glaub, ich nehme dich, um die Todesverachtung für Hades aufzuheben. Nein, behalte ich. Schockschaden brauche ich. Behalte ich alles. Der Rest wird gespart. Take me up. Düm, düm, düm. Also die Spezialität ist durch ihr zweimal Treffen und Crit-Schaden beinahe stärker als meine Crit-Chance. Das ist der absolute Wahnsinn, oder? Ich bekomme hier, Spezialität trifft zweimal des Gegner nicht mehr weg. Das ist gut. Und das hier ist zweimal Spezialitätsschaden plus 40 und eine 20er Crit-Chance. Und hier hat mein Bonus Crit-Chance 15. Und da normale Angriffe generell... Also um jetzt in dem momentanen Zustand, würde ich sagen, müsste ich mit einem Hammer den normalen Angriff auf den Weltenspalter setzen, damit der Grundschaden plus 90 steigt und die Crit-Chance dann sozusagen den 200er Bonusschaden nochmal verstärkt. Und wir haben den Hammer. Können wir ihn ausprobieren? What? More to fight. Upgrade, so. Oh, minus 60%, aber 2 pro Angriff. Okay, dann wäre aber die Taktik mit dem Weltenspalter sinnlos. Dann müsste ich den Angriff ja noch mehr, also ich habe von Artemis die erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, müsste die verstärken, damit das Sinn macht. Außer Schritt nach vorne, das habe ich schon mal probiert, ist doof. Das ist gut. Durchbohrende Welle. Das ist doch gut. Ey, ich bin mir echt nicht sicher bei verfluchter Schnitt, ne? Ich nehme Verborgene.
Kann ich auch mit dem Angriff wenigstens aus... Wie weit geht das denn? Oh, es geht schon ein Stück. So, keine goldene Truhe. Und jetzt nochmal Artemis, weil da gibt es nur 100 und ein Upgrade ist immer 150 wert. Deswegen Upgrade. Also Verbesserung. So, was seid ihr? Da seid ihr. Kommt her, ja. Kommt her, komm, 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 komm. Okay, da komme ich halt zu euch. So, noch mehr Geschwindigkeit. Oh, Zweierspurt. Ich habe aber noch nichts auf Spurt. Also bevor ich eine 15er Ausweichchance habe. Außerdem brauche ich das für statische Entladung, weil sobald ich getroffen werde, kriegen meine Gegner Blitzschaden und werden auch geschockt durch statische Entladung. Dementsprechend bringt es mir nichts auszuweichen. Ähm, 40% der Verletzung. Wenn ich noch einen guten Spurt bekomme. Aber Demeter Spurt macht nicht so viel Sinn, weil ich bin nicht nur am Spurten. Der Demeter Spurt ist ja dafür da, dass ich hinter mir und beim Anhalten des Spurtes vor mir eine Druckwelle erzeuge, die Frösteln verursacht. Dementsprechend würde ich das eventuell doch ausprobieren. Schnelles Ausweichen. Oder schnelle Reflexe. Ja, ich weiß nicht, wann es eintreffen wird, aber... Komm, ich nehme den Doppelspur. Brauche ich nur einen guten Spurt. Nein, nicht für einen ernsten Run. Für einen Grind-Run, ja. Shop lohnt sich gerade nicht. Den kann ich nicht leer kaufen. Deswegen nehme ich Geld. Versteckt er sich einfach. So, spawnt mal hier bitte. Demeter brauche ich jetzt. Für den eventuellen weiteren Duo. Was bräuchte ich da denn für? Weil Zeus, die Voraussetzung für Duo habe ich schon. Deswegen würde ich Zeus auslassen. Was? Tödlicher Frost, Heißhunger. Da werde ich mal hierauf gehen. Auf Legendär. Werde ich das hier mal angucken. Blutschuss. Na gut, kann ich dann auch vorher machen. Miniboss, das wird der Minotaurus sein. Nee, doch nicht. No, it's the butterfly chamber. Ah!
So, jetzt gib mir Sprint. Beide Duos mit einmal. Das ist doch und dem Sprint, den ich noch brauche. Alter Schwede. Ja, okay. Boah, ey. Wie kann man denn Glück und Pech zur gleichen Zeit haben? Zweimal Duo. Und jetzt greift ja auch noch die dreifache Erhöhung der Seltenheit für Mistralspurt. Der geschockte Effekt verfällt nicht. Okay, schocken tue ich momentan nur, wenn ich getroffen werde. Dementsprechend würde ich erstmal Wurf nehmen. Bei dem Wurf habe ich schon. Aber dann würde ich das ja ignorieren. Und wenn ich den habe, weiß ich nicht, ob ich nochmal die Chance auf Duo bekomme. Ob das nur einmalig ist. Oder die Voraussetzung ist ja eigentlich immer gegeben. Deswegen könnte das ja beim nächsten Mal nochmal kommen. Laserschaden plus 10. Aber ich hätte schon gern erstmal Mistralspurt, damit ich auch den Spurt voll habe. Ich weiß, es ist dumm, aber ich habe die Voraussetzung eh erfüllt. Und ich möchte ja... Moment, das ist jetzt automatisch weg. Also die Seltenheitserhöhung ist jetzt schon fort. Weil das automatisch für alle drei mit einmal zählt. Ach, das ist ja doof. Also kommt nach episch Duo. Ich dachte, nach episch kommt legendär und Duo ist was Besonderes. Okay, ist egal. Wir brauchen nicht drüber nachdenken. Zumindest kann ich jetzt sehr viel Eissport machen. Und ich hoffe, dass Duo nochmal eine Option ist. So, jetzt hätte ich natürlich, dass meine Spezialität noch ablenken kann. Aber ich hätte auch gerne wieder volles Leben. Aber ich nehme die Ablenkung. Wenn ich das denn drauf bekomme. Auf eine AOE-Fähigkeit. So, Athena habe ich schon. Gib mir Ablenkung. Oh. Okay, das macht bei Lasern aber am meisten Sinn. Ey, ich weiß jetzt, ne, wegen der Ablenkung und Co. Wegen dem Duo, meine ich. Ich meine, ich habe jetzt auf den Spurt endlich eine Fähigkeit. Herz oder Power-Up? Einkaufen. Ich nehme das nochmal. Chaos-Tor. Nutze ich eh nicht, weil ich mein Leben nicht opfern will. So, und jetzt ist die Frage, mehr Leben oder Power-Up? Ich glaube, ein Leben kostet mehr als ein Power-Up im Shop, deswegen nehme ich Leben. Ich habe irgendwie Power-Apfel im Kopf. Thank you.
Was passiert denn hier? Ach, die Explosionswagen. Komm her hier, komm her hier, komm her. Ich hab die nicht mitgeschnitten, die Wagen. Ich hab's nur auf einmal. Und überall explodieren. Oh, boah, ey. So. Geld habe ich ja genug. Aber umso mehr Geld ich am Ende mitnehme, umso mehr kann ich mir im Cerberus-Bereich nochmal kaufen. Aber ich nehme jetzt einfach mal Power ab. Wieder Explosion. Nein, du respawnst nicht. So, Sport benutzt, bevor du getroffen wirst, wird ein Blitz. Sport treibt Böen vor dich her, Böenschaden. Ja, dann nehme ich doch den Wurfschaden. Wenn ich nochmal die Duo bekomme, habe ich nämlich die Option, dann den Wurf zu pimpen. Eigentlich wollte ich ja auf Power gehen, aber wie gesagt, ich glaube, ein Herz kostet auch 150 im Shop. Und das ist doch besser als 100 Gold, wenn ich über 400 Gold habe. Laserbeam! Ah, oh, so cool. Ah, oh, gib mir doch eine Lebenstruhe. Jetzt gehe ich in den Shop. Must have slept. Oh ja. Kann ich... Ich kann hier nicht... Kann ich jetzt verkaufen? Auf jeden Fall nehme ich dich. Und ich nehme natürlich. Well now, young sprout. You've met the so-called King of the Olympians and I. Whom do you now suppose is genuinely ruler of this snow-encrusted mountaintop of ours? Ha ha ha, Lady Demeter. Your wit is just as dry as the earth. Duo, gib mir Duo, gib mir Duo. Perhaps you should go tend to that again. Though, let's we go ahead and help our young man first. Interesting. Keine Fusion. Ha! That's better. Und jetzt gibt's noch wieder leer gekauft. Oh, nice. Ja, es wird, es wird, es wird. So, jetzt brauche ich eigentlich noch Effekte, die schocken. Weil mit kalte Fusion, wo ist sie denn nun? Duo? Blitzreflex? Grün? Wird mir gar nicht angezeigt. Ist ja merkwürdig. Okay, dann halt nicht. So. Und jetzt gibt mir so einen fetten Nektar. Time for the main event. The monster has returned in a vainglorious attempt to wrest the title champion from me.
They couldn't care less about your title. Though, shouldn't you share it with the Minotaur? He's more than half the reason you've been in any trouble. You'll not drive a wedge between us, fiend. Asterius and I share a fraternal bond forged from the strongest bronze, nay, adamant. But you have caused us both offense. So, die. Okay. Oh, das sind meine Laser! Ah, damn it! Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir! Watch yourself. Na dann, Feuer! Komm in den Sog! Pam, pam, pam! Und der erste ist down. Komm zu mir! Entblöße deinen Rücken! Oh shit! To never meet your heroes. I'll just help myself. Okay, jetzt ist nur die Frage. Wechsle ich jetzt das Horn von Demeter? Weil ich habe ja bis auf die Spezialfähigkeit, tödlicher Tusch, den würde ich jetzt vielleicht verkaufen. Let's think about this. Kann ich gar nicht verkaufen, warum nicht? Exactly what I need. Aber ich hätte mir die Todeswartung kaufen sollen, ne? Also jetzt komme ich doch in den Dämpfer des Stücks. Und das ist jetzt die letzte Chance zu wechseln. Jetzt auf Skellys Zahn zu wechseln. Eine Todesverachtung mehr zu bekommen. Ich habe halt nicht alles von Demeter. Das ist halt schade. Gesperrt. Na gut. Ich dachte, ich kann zurückwechseln. Schade. So, ich bräuchte 30.
könnte dich verkaufen. Aber da ich vierfach Spurt habe und eh immer spurten werde. Ich behalte es einfach. So weit bin ich noch nicht drin. Jetzt bekomme ich die 30. Sehr schön. Na dann, 205. Sorry. So. Ich könnte meinen Blitz noch erhöhen. Was ich tun werde. Denn ich habe die kalte Fusion. Wieder? Kann ich dich nochmal nehmen? Duo Power. Moment, wo ist denn... Hatte ich nicht schon mal kalte Fusion und da war es nicht drin? Ist das ein Bug? Oder habe ich da was anderes gewählt? Als ich das zweite Mal kalte Fusion bekommen habe, habe ich es doch gewählt. Wieso war es nicht drin? Naja, ich habe keine Ahnung. Habe ich es gewählt? Habe ich es nicht gewählt? So, Boss. Das heißt, wir gehen erstmal auf die Hoffnung, dass mein Spezial ablenkt. Denn damit kann ich mir einiges ersparen. Dieses Gift. Ich muss mehr Schaden machen. Sicher spielen. Menno, wo bleibt denn die Ablenkung? Ja, dann nehme ich das. Wurde das von einem Bossfight? Wieder nicht.
das eigentliche Ziel ist. Which tunnel? Leben oder erst Demeter? Leben. Ja, für den Grind ist das schon nicht schlecht. Something I can use. Jetzt nochmal voll pushen. Ja, ich will gerne mit vollem Leben rein, da investiere ich die 45. Gerne mit vollem Leben in den Endkampf. No. Ja, das ist gar nicht so schlecht, mit 20% in jeder Kammer zu steigen. So verbrauche ich auf jeden Fall weniger Leben. Place. I'm back. 173. Was könnte ich mit dem 500? Nee. Frage, ich werde jetzt erstmal spielen und dann gucken, wie viel Geld ich habe. Let's see what's in here. Na, wo ist denn hier? Ist doch hier unten. Wieso funktioniert es denn nicht? Ich hab's doch gesehen, aber es hat nicht geklappt. Ah. Kopfhörernachrichten. So. Chamber. In the name of Hades. Längerer Wurf, das wäre gar nicht so schlecht. Den aus der Volkszene, vor der Explosion, Effekt wird entfernt. Zehner Stack. Wie schnell kriege ich denn den Zehner Stack auf Rösteln?
mit Wurf, mit Sprint. Also rein theoretisch effektiv mit Sprint, Wurf und Angriff. Oder 2 Sekunden länger. Ich hoffe, dass ich nochmal ein Duo bekomme. Dementsprechend probiere ich das. A special treat for Cerberus. Oh, what's in this stuff? Maybe I should check the other passageways before I leave. Want something to eat, boy? Huh? So, jetzt nochmal Leben vom Bossfight oder sparen, dass ich mir nochmal ein Power-Up hole. Ich habe gesagt, ich will weniger auf Leben, mehr auf Power gehen. Dementsprechend gehe ich jetzt auf Blitz und dann Geld. Das war's? Okay. Nochmal Geld. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist das Giant Snake Stone once again? Alright. The satyrs must be fashioning those things. Das ersetzt. Das ist natürlich gut. Schaden, also Blitzeinschlag, nein. Das hier. Should be able to get back through here. Leiter kein weiteren Duo bekommen. Warum ist Artemis 500? Ich brauche ja nur noch, ich versuche Artemis noch zu bekommen. Gift, ey. Aber scheinbar, ich bekomme kein Duo mehr in der letzten. Also ich habe keine Option. Schade, schade, schade. Immer mit der Ruhe.
Man sieht nichts. Null. Maket. Oh, wo ist es? Da. Okay, okay, okay. Jetzt kann ich mir Artemis holen. Das ist super. Und nochmal. Should come in useful. Macht das jetzt noch Sinn? Du bewegst dich schneller. Warum nicht? That's the stuff. So. Alles gemacht. Auch zum Endkampf. Gigantic Cerberus accepts the Prince's foul offering. Bye for now, boy. Ich dachte, ich kann die einzelnen Sachen, wie die Spezialität, irgendwann wieder verkaufen. Oder es kommt definitiv eine Ersetzung dafür. Aber dass gerade dafür keins kommt, schade. Naja, mal schauen. Nicht dumm sein, viel sprinten, die Schädel kaputt machen, die Laser immer legen. Und leider habe ich die Duo-Chance nicht wahrgenommen. Sonst hätte ich jetzt zwei Duos haben können. Warum der zweite Duo keine Fusion nicht funktioniert hat und erst beim dritten Mal. Keine Ahnung. The sea, the heavens and the earth. All of this belongs to my brothers. We are their kin by birth. But we are foreigners in their country. No. No mournful speeches. Now get out of my way. You impertinent brat. Fine. Impulsiveness runs in the family. Shut up. Shit, wollte ich gar nicht. Where'd he go? I'm empty. Come forth, wretches, and dispose of this unfitting oaf. No power. Zweite Phase.
stars. You waste your strength. Na, Power 2! Noch zwei. Das wird was diesmal. Hoffentlich. Was ist das? Das erste Mal? To have been brought this low by my own ungrateful child. I would expect such treatment from my brothers, but from you. Oh shit! Father. Get off me. What? Beware of winter's cold. Was sind denn diese Phasen? This is for your own good. Falscher Knopf. Na, ah, dammit. Oh, ich dachte nicht mal tot. I. How. You. Go. Der erste Sieg. Go then. Go. Get out of here. Get out. Ja. I told you that I would, Father. And I'm going to. Goodbye. 6 HP haben mich von dem goldenen Zahn getrennt, von dem Glückszahn, den ich noch genommen habe. Wait. Wait, just. If you find her, if you somehow find her, tell her something for me. Tell her Cerberus is doing very well. Das alles? What? Wait, I don't think I owe you any favors here. Now answer me one question and I'll give it some thought. How's that? I know your question, boy, but ask it anyway. Persephone, my mother, why did she leave? I... Blood and darkness. There is no escape.
I made it. Beyond the frozen overlook, await the first glimpse of the sun to your left, and onward through the cold. Sure hope this works, Nix. Surface, windswept, racked by freezing cold, nonetheless instills within the prince a sense of awe and the sublime, for it is unlike anything that he has seen. It's beautiful. That's the sun. Is this? It can't. Who's there? Hello? Hello indeed. Pray, who might you be wandering all the way out here? You're trespassing on private property, you know. Speak up. You must be Persephone. My name is Zagreus, and I think I might be your son. What? How dare! Get out of here! Get out, or I shall make you! Out with you! No, so then you are her. I don't care if you hate me, but I'm not leaving until I get some answers. I never even knew you existed. Why did you leave me? You died. You died. Those burning feet, they sputtered out when you were born. But now you're standing here before me. How? I died? What, you mean permanently died? But I'm alive. Oh, gods. You never even knew I existed either. Alive. Zagreus, he even kept your name. You live. How can this be? You live. You live. Oh, the cruel fates. My son. Mother. In short, I beat him, finally, though he did everything he could to prevent our meeting here like this. But there's something he wanted me to tell you in the end. He said to tell you Cerberus is doing very well. Ah, he told you that, did he? That's good. That's good. Though, tell me something, Zagreus. How is it that you found me? To have journeyed all this way, I scarce believe it. Zagreus? Guess I'm just a little tired, that's all. Not accustomed to the weather, as I think you call it. No. No, that isn't it. It's that... you cannot stay here. You can... Really, you're... kicking me out? Why? The fates are cruel, Zagreus. You're bound to that place. Same as your father. So they would have us say goodbye, for now. My heart soars knowing you live. But then it breaks that our time together was so brief. No, I can come back. I can come back. Now that I found you, maybe he'll just let me come back. You tell him I demand it. And I demand he also tell me how come he, or for that matter, Nix, never sent notice that you lived. Olympus is all rife with schemers. But I was so naive to think that they were different. I'll tell him. I feel awful. I have to go.
The Styx shall take you then. Oh, Zagreus. Farewell, my son. Won't you come back to me? When you are able, please. Come back. I shall... However long it takes. Can't hold on. Mother, I have to get back there. You are late, boy. Have you any idea what time it is? No. Wait, what? I vanquished you in single combat and finally found Mother, and that's all you have to say to me? Nonsense. Don't you think I would recall such an event? You can't be serious. You're going to pretend as though it never happened. She wants answers, same as I do. She demands you let me pass. Let me go to her again. Silence. This discussion is over. I hardly think this is the time or place to indulge your overwrought imagination. Your father fell to you as once his father fell to him. Although you are substantially more merciful. I know it is a bitter victory at best. Though, tell me, what transpired subsequently that you have returned? Did you locate your birth mother? I did. She was there. She was where you said she'd be. And more than I imagined, but I had so little time with her. I can't survive up there for very long. Why didn't you tell me I'd just die no matter what? Oh, my child. I say this seldomly, but I did not know. Or I did not wish to believe that the service would have such an effect on you. But it seems you share your father's fate, after all. My father's fate? But he was smugly waiting for me up there and seemed quite healthy all in all. Though, maybe the farther we get from this realm, the worse we get. Because he cast his lot, inheriting the underworld. So I now presume you are bound to this realm by powers greater even than mine. Tell me something. If you knew that you could only see Persephone for but a moment's time, would you still make the journey to her there? Yes. Yes, I would. I had so many questions left for her. Then go and ask them, child. Steady your resolve and find her there again. And use well what brief time you have with one another whilst you can. As mortals do. As mortals do.